So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe momentan Probleme mit dem Hochladen. Meine Internetleistung reicht meistens nicht aus, weil es noch schwächer wurde. Und YouTube hat eine mega Krise, mega Macke. Bearbeitet nicht, also verarbeitet nicht und alles mögliche. Habe schon 3 Videos jetzt heute Morgen abbrechen müssen, weil einfach nichts mehr reagiert hat bei YouTube, und deshalb ja, habe ich jetzt sehr viele Videos, die einfach nicht hochladen kann, die halt ein bisschen später kommen. Aber ja, ich kann jetzt gerade momentan nichts machen außer warten. Außerdem geht es mir momentan körperlich nicht so gut, da ich extreme Bauch- und Rückenschmerzen habe. Ja, also wir gehen zur Mauer, die wir gerade involviert von uns, und kloppen ein bisschen. Ah, da ist ja schon der Tenax, sehe ich schon mal. Gut. Ja, ein bisschen habe ich wieder gelevelt, und also Regnum spielen kann ich nicht, wenn ich Videos hochlade. Da heißt immer wieder, Server wurde nicht gefunden und so. Plötzlich innerhalb vom Spiel heißt es plötzlich nicht gefunden oder so. So, gucken wir mal. Lol. Und wo seid ihr jetzt? Gut. Ihr seid am Tor. Und die Syrten schauen zu, oder was? Und jetzt will ich aber da rein. Aber die Syrten sind dort. Was sollen wir machen? Ja, da ist noch Sean Michel. So. Gut. Er hätte mich angreifen sollen. So. Weiter geht's, Keine Kampfgeräusche, gut, ich gehe doch. Oh, ist nichts los. Es ist nichts los, Wieso ist denn nichts los heute Morgen? Die Eisen schlafen noch alle und die Syrten sind so frech und haben die ganze Zeit dort gewartet vor dem Tor. Und helfen den Eisen nicht. Das ist auch schön. Mod. Den kenne ich nicht. Lightning Phoenix kenne ich. Puschelwuschel kenne ich. Buh. Kenne ich auch nicht. Hm. Twinks wahrscheinlich. Okay. Dann holen wir Kristall, komm. Wir sind genug. Nein. Wahrscheinlich nur den angreifen. Montevara oder was? Montsognier. Fast. Ja, wir können ihn nicht holen. Oh, ich will einen Level 55 sein, dann kann ich da auch was machen. Kurz klicken. Der Warn ist hier. Oh, ich ist auch hier. Okay. Hey, Tenax, ich muss dich besiegen. Besorgt eine Tenax-Schuppe von Tenax. Und jetzt, was macht ihr jetzt? Ich gehe mal dem Warn mit, der ist nämlich stark. Und den Big Erlon habe ich auch noch nie gesehen, oder? Keine Ahnung. So, es gibt etwas zu berichten. Ja, im Forum wird wieder gestänkert. Die Irgend sei nur ein Klumpen voller Leute, die gar keine Taktik haben und nur die Überlegenheit. Ja, nur die Überlegenheit macht uns aus und so, das stimmt nicht. Aber die denken natürlich gerne, was sind die Syrten? Die Syrten sind nur Leveler-Killer und Leute, die einfach gar nichts hinkriegen. Und die Also sind eigentlich nur die, die am Wochenende ein bisschen on sind. Die anderen Tage sind sie sehr passiv und langsam und unfähig. Aber es gibt mal so recht gute Leute, aber die auch ein bisschen egoistisch sind und lieber irgendwie Sötenforts oder Igenforts angreifen, wenn sie verteidigen müssen und so weiter. Also ja, die Spielerschaft von den Deutschen ist halt sind nicht alle gut, also nur wenige eigentlich gut. Ich bin jetzt auch noch nicht so gut, aber ich kann ja auch noch nicht so gut kämpfen, also so, dass ich ja nicht immer sterbe, weil ich ja unterlevelig bin. Ich bin meist unterlegen die ganze Zeit und deshalb kann ich nicht viel machen. Aber das kommt alles noch. Wo ist er? Da. Okay. So, noch mehr Waffen. Oh, schöner Angriff. Was war das für ein Angriff? Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Habe zu wenig Hexer gespielt. Oder Beshi. Kannst Eingefrorene nicht angreifen. Was ist denn das für ein Scheiß? Zerschlägt das Eis. Von mir aus kann er weniger schnell lange eingefroren sein. Hört jetzt auf. Ah, was ist denn los? Hört auf mit diesem Angriff. Mann, manche Leute sind wirklich dumm wie Brot. So, dele. Was nützt das, wenn man den angreift? König einfach töten. Aus Spaß, oder was? Tja, keiner hat eine Ahnung. Von der Botanik der Harni auf der Titanic. Die Botanik der Panik auf der Titanic. Unten auf dem Meer. Jetzt geht's wahrscheinlich nicht, ich muss auch. So. Und jetzt gehen wir wohin? Es passiert einfach nichts in diesen Invasionen. Sie sind für mich zu langweilig irgendwie. Weil die Leute einfach nicht etwas machen, das halt Sinn macht. Also Spiele suchen zum Beispiel und sie totkloppen. 10:1 oder so. Aber nicht, wenn sie leben. Ich finde, das sollte irgendwie verboten werden oder so. Aber das machen die Game Master machen ja auch nichts. Wann haben die den letzten Spieler gebannt? Vor 2 Jahrtausenden. Aber vor allem sieht man halt nichts, weil die Leute können ungestört trollen, die können ungestört Level killen, die können ungestört Scheiße machen. Und lol, was machst du? Der hat wahrscheinlich irgendwas, ein Fenster offen gehabt oder so. Oder war gerade auf dem Desktop. Hm. Ja, also so bei Invasionen und Fortschlachten und Schlossschlachten mache ich nämlich gerne auf zwischendurch. Aber ich kann jetzt eigentlich nicht mehr viel aufnehmen, weil sonst ist meine Festplatte übervoll. Die ist nicht so groß. Ich habe noch eine externe Festplatte mit 2 TB, aber die ist so schlecht für Fraps. Also, ja, weiß es jetzt nicht genau, aber... Fraps hat irgendwie Probleme mit der. Keine Ahnung. Ja. Aber ich könnte die Video verschieben, aber das geht auch sehr lange. Weil die Videos extrem groß sind, wenn sie nicht gerendert sind. So, ich würde ja noch ein paar Sachen diskutieren. Und zwar, ich bin jetzt momentan eben, weil ich ja kein Geld ausgebe und auch nicht handle, recht schwach für mein Level. Ich habe wirklich Level 44 Items an. Und wenn sich wirklich jemand könnte kurz einsetzen oder so, um er Items leihen könnte, Da ist Fire Arrow. Was macht Fire Arrow hier? Also, ich dachte Fire Arrow wäre... an ein Lightning Arrow ist... Ding. Oder Lightning... Nein, irgendwas. Ich dachte, der wäre Söte. Okay. Oder Icke. Aber nicht also. Nun ja. Noch gut, bisschen gucken. Voll ein bisschen gucken. Ah, Lightning Phoenix greift an. Ja, die Imbalance. Also, was ich gesehen habe, da manchmal an den Fortschlachten und so, das hat mich einfach die Sprache verschlagen, dass Taifun mega stark ist und eine mega Reichweite hat und alles mögliche. Das ist, glaube ich, Schwerkampf, oder? Vor allem ist es extrem unfair, aber die Schützen sind auch extrem unfair. Sie können immer auf Distanz bleiben, können immer stunnen, können einfach immer blöd machen. Und ja, das macht das Spiel einfach ja schon ein bisschen langweilig und unfair. Kommt Leute, greift ihn an. Okay. Anspruchsvoll, okay. Ja, dann greife ich an. Ich warte noch mit Sprint. So ein Feigling. Ah, schaut, jetzt Sprint. Jetzt Sprint. Oh, schön. Ich habe ihn besiegt. Haha, ich hab's noch bekommen. Normal Treffer 7. Oh, 800 Schaden. Sehr schön. Voll der Killstil. Yeah! Killstil! Und Leech of Legends würde ich wahrscheinlich danach noch gebannt werden, aber hier gibt's das leider nicht. Aber jetzt bekommen ja alle die Punkte über. Da ist es auch nicht so schlimm. Aber ich wollte eigentlich wirklich nur noch kurz einen hitten, aber nicht besiegen. Aber die Leute waren ja zu stark, die Spieler. Der war so schwach, also in der Defensive war der mega schwach. Ja, wo gehst du hin? Na, gehe ich wieder ans Tor, wenn nichts passiert. Ja. Und zum Beispiel die Hexer können einfach die ganze Zeit stunnen und nebenbei dann noch Schaden machen. Das ist auch extrem unfair. Jede Charakterklasse sollte jeden Charakter töten können. Komm jetzt, geh weg. Schon wieder besiegt. Was ist los, ey? Darf ich nicht mal hitten, bevor ich ihn besiege? Jetzt muss ich alle Gegner töten, oder was? Ah, Menno. Das ist unfair. Unfair ist das, Mano. Ah. Was, Antiana? Und wo seid ihr? Aha, ein Kristall kommt. Okay, super. Gibt's hier irgendwas? Belohnung? Nix, oder? Und haben wir eigentlich Warmaster Coins bekommen? Ja, oder? Aber nur wenig. Ich weiß nicht, wo das war. Da! 2000 habe ich bekommen. Ja, 43.000 hatte ich vorher. Wieso kann ich denn nicht angreifen jetzt? Komm. Oh mein Gott. Oh, schon wieder besiegt. Ich besiege jetzt alle. Ich bin der mächtigste aller mächtigen Last-Hitter. Ah, ich bin der Last-Hitter. Ich bin der Onkel Last-Hitter. Voll geil. Jetzt töte ich alle. Gut für mein Karma. Einfach nur noch kurz schlagen, die anderen machen den Rest. Ich einfach so abstauben. Fertig. Jetzt ist er wieder drin. Okay. Ah, das sind die Eisen. die Sache, Schützenzeugs. Lol. Wer ist die vorne? Wer ist die? Da ist doch niemand. Ah, da. Das, den habe ich jetzt nicht besiegt. Weil die Attacke so lange gegangen ist. Jetzt bin ich so extrem depri, dass ich ihn nicht besiegt habe. Ah. Es ist langsam wirklich ein bisschen lächerlich von den Eisen. Ey, ihr müsst anrufen, alle Spieler anrufen und sagen, sie sollen ankommen, wir haben irgendwas, ja. Aber nein, sie gehen lieber einzeln. Wir besiegen sie lieber einzeln, oder? Ah, schön. Hallo? Leute, kommt wieder. Ich brauche ein paar Krips. Ich brauche Krips. Da ist wieder irgendwo einer. Ja, da ist er. Ah. Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. Ich dachte, der da war, gehört zu mir. Kommt ans Tor. So. Ja, ich muss also, wenn mich nicht geheilt wird, weil kein Bäuerbäsche da ist. Brauche nur mal mehr Speed. Und wo? Aha. Was, die haben das wieder zurückgegeben? Ding. Ja. Und jetzt? Verlieren wir das Tor und der Stein kann nicht raus, oder was? Ah, diese Inkompetenz mancher Igen. Weil sie sehen, wie sie denken und danach, ja stimmt ja, die Mutter sagt, wir müssen unbedingt einkaufen oder so. Hey Leute, wie alt seid ihr? Immer der Mutter Schuld geben. Ich war den ganzen Tag alleine, hatte nie Mutter. Nur abends. Sie hat mir nur gesagt, ich soll um 10 Uhr ins Bett, damit ich aufstehen kann. Am Morgen, aber sonst hat sie eigentlich mir gar nichts gesagt. Und heute sind so viele Spieler einfach ohne, ja, einfach extrem hinten geblieben und trotzdem sagt die Mutter immer, ja, das musst du mal so machen oder so. Wahrscheinlich sind sie eben inkompetent. So richtig, ja. Es ist ganz anders, die Jugend ist ganz anders als vorher. Sie ist einfach ganz anders, ganz negativ. Ich wusste es. Ah, Schützen, hey. Es ist nicht normal, wie diese Schützen einfach nur nerven. Er kann, er ist stärker, er ist schneller, er kann. Und wieso habe ich keinen Sprint? Hatte ich das vorher eingesetzt? Muss ich ja. Oh Mann, oh, die sind viel zu schnell. Die haben wahrscheinlich Boots noch an mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt, komm. Ich komme, ich helfe dir. Barbaren Power. Oh je. Kommst du? Ich bin der Schwache, du bist der Starke, also musst du kommen. Ich jage ihn jetzt, bis ich... So, jetzt. Der andere haut ab und ich sterbe. Müsst ihr schauen. Kommt ihr? Und kommst du? Oh Mann, der ist zu schnell. Ich kann ihn nicht einholen. Ich habe die 4 im Griff weiter. Griffbereitschaft. So. Wenn er mich stunt, also bevor er mich stunt. Ach komm, Sprint. Bewegung. Boah, der kann es noch überleben. Nein. Hey. Jetzt. Boah, hey. Nervensäge 4A. Boah, hey. Einfach nur nervig. Wieso ist es einfach immer so schwer, solche Schützen zu jagen? Man kann NGD-Studio eigentlich gar nichts. Die haben noch nichts was gekonnt und der hat irgendwie Lag. Oder ich habe Lag. Ja. Ja, genau. Er ist viel stärker. Du warst ja der langsam. Oh, nicht normal. Ich habe halt auch ein bisschen Steuermacken, weil es einfach eine scheiß Steuerung ist an Regnum, aber du wirst es vernünftig spielen. Ich habe ja auf dich gewartet, aber du... Du bist nur peinlich. Er verlangt von mir, ich soll ihn hitten. Wie soll ich ihn hitten, wenn ich 3 Meter weg war? Wahrscheinlich hattest du nur Lags und sahst mich in falscher Position, wie gerade vorher. Ich war immer langsamer, nur durch Sprint manchmal schneller. Ist ja beide schlecht. Und was ist kleiner Mond? Die macht ja gar nichts. Kleiner Mond macht ja gar nichts. Nur dumme Fresse. Oh, müssen wir irgendwo anders durch. Ah, jetzt ist die Emotion beendet. Was? Ja? Okay. Wenn ihr raus ist, ja. Ich meine manchmal, wenn du on bist und ich dich gerade sehe. Aber nein, wird lieber ein bisschen so blöd geschnauzt, ja, einfach nur... Ja, man ist nicht schuld, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen unterlegen ist und schlechter Charakter hat, dann ist man immer eigentlich selber schuld und dann spielt man schlecht und so Sachen. Aber da angeben können sie, wenn sie mal ein bisschen schneller sind, weil sie Schuhe haben mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Und dann sagen sie, ja, ich bin der Beste und das sind egoistisch, aber gegen andere sind sie immer sehr runtermachend und schlecht einfach. So. Nein, es reicht mir. Kleiner Mond, jedes Mal. Ich töte mega viele Gegner. gegnerische Spieler. Die ganze Zeit. Sie sagt, ich rede schlecht. Und, also ich spiele schlecht, nicht rede schlecht. Und, sie kann mit dem Beshi nicht mal irgendwas machen. Auch zu anderen Spielen nicht. Sie ist einfach nur dort, heilt vielleicht einmal oder zweimal, aber macht gar nichts. Sie ist einfach nur, ja, inkompetent. Schlecht, nervig, ja, redet negativ über andere Spieler, macht selber nichts und auf sie habe ich keinen Bock. Auf ihr habe ich wirklich keinen Bock. Sie ist wirklich, also wahrscheinlich ist es sogar ein R, weil in Regnum spielen sehr viele Männer Frauen. Und nennen sich natürlich auch eine Frau, wenn sie für weiblichen Charakter spielen. Und das geht einfach gar nicht. Also sie ist wirklich eines der schlimmsten Spieler hier bei den Igen. Und wahrscheinlich sogar immer noch so low-levelig, weil sie ja nicht levelt. Nur immer dabei ist. Sie ist einfach 24 Stunden dabei und macht nichts. Einfach mal gar nichts. Und egal, ob sie dabei ist, immer bei den Schlachten oder nicht. Es ist uns allen egal, ob sie mitmacht oder nicht, weil sie einfach nichts kann, nichts macht. Das ist es. Immer nur auf dumme Fresse hat. Und nicht mal ein bisschen Verstand zu Neuen hat. Oder? Ich gehöre noch zu den Neuen. Ich habe erst 2 Monate jetzt diesen Charakter und habe extrem lange Pause gemacht. Ich musste alles wieder von vorne lernen. Und ja, Regnum ist halt nicht eins, wo man einfach gut spielen kann. Das muss man irgendwie hinkriegen. Aber man kann es nicht hinkriegen, weil es einfach nicht gelernt wird oder einfach nicht lernen kann, weil es halt die Steuerung schlecht ist oder ja. Also wenn ich jetzt wie ein Kamerading habe, da die Kamera zu justieren wieder. Man kann nicht einfach eine Taste drücken und dann hat man wieder den Charakter nach vorne. Nein. Und dann sieht man die ganze Zeit irgendwie durch die Böden, durch die Charakter durch und so, hat irgendwas vor der Fresse, wird ganze Zeit gestunt. So kann man nicht gut spielen, also bitte. Also ich sage jetzt einfach nur kurz. Aber in Regnum kann man nicht gut spielen. Außer man hat 5 oder 6 Jahre gute Erfahrung. Ja, aber ich habe ja immer wieder kurze Pausen gemacht. Oder sehr lange Pausen zwischen den Seasons. Ich brauche auch meine Zeit, um gut zu sein. Und das ist es einfach. Nun gut. Habe ich halt den ersten Mal ignoriert, von mir aus. Das ist wirklich mein erster Mensch, den ich ignoriert habe. Und jetzt jedes Mal, wenn ich sie sehe, troll ich sie. Ich werde sie wirklich trollen. Und ich werde sie nerven. Ich weiß, wie ich sie nerven kann. Nein, es reicht mir. Sie soll es lernen. Und wenn ich mit ihr zusammen bin und sie heilt mich nicht, werde ich auch nicht angreifen. Dann haue ich ab und lasse sie töten oder so. Aber es reicht mir einfach mit ihr. Sie ist wirklich eine Hexe, eine schlimme Hexe sogar. Eine Frau oder ein Mann, der nicht erzogen wurde, oder ein kleines Kind, der auch noch nicht erzogen wurde und so weiter. So, haben wir hier oben noch die Trolle, die Captains. Ja, haben wir. Die sind wieder gespawnt. Gut. Also, ich beende jetzt dann das Video. Und vielleicht kommt noch ein Zusatz hin, wenn das Video zu kurz ist. Aber ich denke, es geht schon. Und eben. Also ich sage jetzt nicht, ich habe nichts gelernt von dieser Aussage, was sie gesagt hat. Aber wenn sie nicht mehr weiß, was ich gemacht habe, genau. Ich war ja da, der angegriffen hat, der andere hat ja nie angegriffen, der hat wahrscheinlich nicht Topsucht gehabt, um sich zu schützen. Es hat dann immer wieder gestunt worden, aber ich bin ja zu langsam gewesen, er ist viel schneller gewesen, er hätte ihn einholen können. Aber ich habe ja nur mit Sprint, oder? Ihn einholen können und darum ging es so lang. Aber das heißt nicht, dass ich schlecht gespielt habe. Ich habe nur ein bisschen schlecht gesteuert vielleicht, aber das liegt an Regnum, an der Steuerung. Und damit ist die Sache gegessen. Wer mich nicht mag, soll mich ignorieren. Fertig. Und nicht so blöd tun. Das nützt überhaupt nichts. Da mache ich eigentlich auch nie blöd. Genau wegen diesem Teil, oder? Also ich trolle mal, ja. Aber genau deswegen. Ich habe schon sehr viel im Leben gelernt, was man machen soll und was nicht. Und solche Sachen mache ich nicht. So trollen und so. Oh, sie sind zusammen in einer Gilde wahrscheinlich. Jetzt müssen sie sich unterstützen. Und von mir aus, aber ich bin stärker, oder? Ja, also. Kleiner Mond, merke ich mir. Hat es eigentlich irgendwo eine Liste? Ich weiß nicht, wo die Liste ist, aber dass man sieht. Oder vielleicht muss man irgendwie /ignore-list eingeben oder so. Aber dann wird wahrscheinlich der Charakter namens List ignoriert. Naja. Aber kleiner Mond kann ich mir ja merken. So, also Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. War halt ein bisschen blöder mit diesen nervigen kleinen Schützchen. Aber ja, hat Spaß gemacht und ich sage jetzt tschüss. Schönen Tag.